Hallo zusammen, es geht wieder weiter zur nächsten Etappe auf dem Mainradweg. Heute Morgen sind wir schon sehr früh aufgestanden und haben unser Wohnmobil zum nächsten Campingplatz nach Triefenstein-Lenkfurt zum Main-Spessart-Park umgesetzt. Und von da sind wir dann mit dem Fahrrad wieder zurück nach Himmelstadt gefahren, denn hier endete ja das letzte Video. Und nun geht's los, durch die flache Landschaft entlang dem Main, mit Blick auf die Felsen und den Weinbergen. Der Biergarten hier in Laudenbach, der könnte uns schon gefallen, aber wir wollen ja noch weiter. Er liegt direkt am Radweg, unterhalb der Kirche und dem Schloss Laudenbach. Etwas versteckt zwischen der Kirche und dem Schloss ist sogar die Burgruine zu erkennen. Beim Steinbruch von Laudenbach biegen wir rechts ab und fahren auf dem straßenbegleitenden Radweg nach Mühlbach. Mühlbach und Laudenbach sind beides Ortsteile von Karlstadt. Der kleine Ortsteil Mühlbach liegt auf der linken Mainseite und Karlstadt auf der rechten. Der Mainradweg wechselt hier über die große Brücke zur rechten Mainseite. Wir fahren entlang der alten Stadtmauer, vorbei an einem Campingplatz und Parkplatz. Auf der linken Mainseite ist die Ruine der Karlsburg zu sehen. Von ihr leitet sich die Ortsbezeichnung Karlstadt ab. Am Marktplatz erblicken wir das historische Rathaus mit dem Treppengiebel, der beidseitigen Freitreppe, dem Glockenturm und dem sogenannten Schwedenmännle, das sich ganz oben in der Nische am Giebelfirst befindet. Mehrmals am Tag ertönt sein Landsknechtlied. In der Altstadt ist die fränkische Gastlichkeit zu spüren, denn in den vielen Restaurants werden heimische Spezialitäten und Köstlichkeiten angeboten. Durch den oberen Torturm, dem sogenannten Katzenturm, verlassen wir die Altstadt und fahren durch eine Grünanlage entlang dem Mainufer in Richtung Wernfeld. Zwischen grünen Bäumen und Büschen, dem Main und der Bahnlinie, radeln wir zur Staustufe mit dem Kraftwerk Habach. Wasserkraft ist nicht nur eine der ältesten regenerativen Energieformen, sie ist auch besonders effektiv. Und damit ist der Main ein wichtiger Energielieferant. Ja, am Mainradweg gibt es immer ganz besondere Begegnungen. Hier haben wir zwei Radlerinnen getroffen, die auch schon lange unterwegs sind. Wo kommt ihr jetzt eigentlich gebürtig her? Also ich komme aus Ludwigshafen in der Pfalz und aus der Nähe von Ludwigshafen in der Pfalz. Und ihr habt euch dann getroffen? Oder? Nein, wir sind Freundinnen. Also wir kennen uns von daheim. Wir sind Freundinnen und vor Jahren haben wir angefangen, Rad zu fahren zusammen. Ja, erst sind wir gewandert und jetzt fahren wir Rad und wir finden das so toll. Jedes Jahr machen wir das jetzt. Und welchen Radweg macht ihr heute? Also den Main-Tauber-Achter. Da sind wir in Buchen im Odenwald gestartet und sind dann erst den kleinen Fluss Mut, MUD, entlang geradelt bis Miltenberg am Main. Dann sind wir ein Stück den Main entlang geradelt bis Wertheim. Und dann sind wir die Tauber hochgefahren bis Bieber-Ehren heißt es. Und von dort gab es einen wunderschönen Gaubahnradweg. Da fährt man auf so einer alten Bahn, das war so eine Schmalspurtrasse. Und da fährt man, der ist ausgebaut und dann kommt man von dort wieder nach Ochsenfurt am Main. Wie lange seid ihr jetzt schon unterwegs? Donnerstag sind wir mit dem Zug gestartet nach Buchen und sind mittags losgefahren. Ja, heute ist Samstag, da sind ja schon so ein paar Tage. Wie viel habt ihr noch vor euch?
Ja, wir müssen morgen Abend wieder zu Hause sein. Ich muss am Montag wieder arbeiten. Ja. Also von daher, wir radeln also morgen noch so weit, wie wir kommen. Und dann steigen wir wieder in den Zug und wenn fahren einer wieder nach Hause. Und unterwegs übernachten zeltet ihr oder was macht ihr? Nee, wir suchen uns unterwegs, suchen wir uns immer in Pensionen, Hotels. Aber nichts vorgebucht ist? Wir buchen nichts vor. Und man kriegt immer was? Wir kriegen immer was. Wir haben noch nie... Es war schon mal spannend. Aber es war spannend. Also ein Doppelzimmer kriegt man eigentlich immer. Mhm. Und wir sind halt dadurch freier, weil ich mal, an einem Tag geht's gut, dann fährt man halt weiter und an einem Tag geht's einem vielleicht nicht so gut oder es regnet oder man hat eine Panne und dann fährt man halt nicht so weit an dem Tag. Wer plant denn bei euch die Radtouren? Also Ideen habe ich immer mal viel. Also auch diesen Tauberachter, Taubermeinachter war so ein bisschen meine Idee. Sie ist die Kartenleserin, weil es kann nur einen geben, der den Weg vorgibt. Und ich radel hinterher und vertraue ihr da total. Welche Radwege habt ihr denn noch gemacht hier in Deutschland? Den Weserradweg, den Neckarradweg, Jax-Kocher-Radweg, Elbe-Radweg, den Donau-Radweg und einmal ganz durch Deutschland. Oh meine Herren, das ist natürlich... Da sind wir von Oberstdorf bis Flensburg geradelt. Einmal durch. Was war denn jetzt der schönste Radweg für euch, den ihr bisher gefahren habt? Sehr schön war der Fünf-Flüsse-Tour. Ach, die haben wir auch, die haben wir auch gemacht. Die ist auch sehr schön. Da war, im Bayerischen. Da gibt es halt viele Birke. Ah, das würde mich auch interessieren. Auch sehr wichtig. Genau, da sind wir mit dem Zug nach Nürnberg gefahren. Und von Nürnberg fährt man dann irgendwie an Regnitz, Pegnitz bis an die Donau. Altmühle. Und dann an so einem König-Ludwig-Kanal wieder zurück bis so einen Bogen ist es. Und dann Nürnberg sind wir über den Burgenradweg zurückgefahren. Bis nach Hause. Ja. Bis nach Hause. Nee, den Burgenradweg haben wir dann verlassen, weil... Da waren so viele Steigungen, Burgen sagen das ja schon, die liegen immer oben. Und dann sind wir runter an die Jax und dann sind wir bis nach Hause gefahren. Ja, ja. Jax, Kocher, also Jax und dann Neckar und dann bis nach Hause. Ich höre schon, ihr seid hier ganz gut mit dem Rad unterwegs. Wie viele Kilometer macht ihr denn so im Jahr? Im Jahr, aber auf der nie geguckt. Also auf den Touren fahren wir so zwischen 85 und 90 Kilometer. Am Tag. Ohne I. Ja, also das ist bewundernswert. Und dieses Jahr haben wir noch eine schöne Tour vor. Das hat auch die Sie wieder rausgesucht. In Frankreich. Von Lyon nach Luxemburg. Gibt es auch einen Radweg. Oh, das wird bestimmt auch interessant werden. Mhm. Ja, da wünsche ich euch noch viel Erfolg auf den Radwegen in Deutschland und in Frankreich natürlich. Das erste Mal im Ausland. Mhm. Alles Gute noch. Und bleibt gesund und munter. Ja, euch auch. Alles Gute. Danke. Super, dass es euch gibt. Ja, das ist eine schöne Idee. Jedes Bundesland, das mit dem Fahrrad erradelt wurde, bekommt eine Flagge am Gepäckträger. Die Sammlung ist schon groß und es werden immer mehr. Kein Wunder bei diesen sportlichen Radlerinnen. Tschüss und gute Reise! Hier bei Wernfeld treffen einige bekannte Radwege zusammen. Der Main-Tauber-Fränkische Radachter, der Wernradweg, der Mainradweg, die D5-Route Saar-Mosel-Main und die D9-Route Weser-Romantische Straße. Ein idealer Knotenpunkt.
hier lässt es sich wieder wunderbar radeln, unterhalb der Bahnlinie in direkter Ufernähe des Mains. Das Tal weitet sich deutlich auf dem Weg nach Gemünden. Wir durchfahren den Tunnel, überqueren die Mainstraße und schieben durch den engen Gang zur Stadtmauer von Gemünden. Von der ehemaligen Stadtbefestigung sind heute noch das Mühltor am Marktplatz, der Eulenturm und dieser Hexenturm sowie einige Mauerreste erhalten geblieben. Hier am Hexenturm befindet sich das sogenannte Amtsschreiberpförtchen, durch das die Seeleute in die Stadt gelangten, wenn die Stadttore schon verschlossen waren. In der Fußgängerzone der Altstadt befinden sich gut erhaltene Fachwerkhäuser und die Pfarrkirche St. Peter und Paul. Die schlichte Hallenkirche wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört und anschließend behutsam wieder aufgebaut. Gemünden wird auch die Drei-Flüsse-Stadt genannt, denn hier mündet die Sinn in die Fränkische Saale und diese dann in den Main. Und somit treffen sich auch hier wieder die verschiedenen Radwege. Am Marktplatz gibt's in den Cafés und Restaurants leckere Köstlichkeiten. Ein idealer Platz für eine kleine Pause mit Blick zu Scherenburg, dem Wahrzeichen der Stadt. Ein kulturelles Highlight sind die Scherenburg-Festspiele, die im Sommer im Innenhof der Burgruine aufgeführt werden. Vom Marktplatz fahren wir vorbei am Mühltor zur Saalebrücke, um die Fränkische Saale zu überqueren. Die langgezogene Mainbrücke überspannt die Bundesstraße, die Bahngleise, die Mündung der Fränkischen Saale und den Main. Von hier hat man noch einmal einen herrlichen Blick auf Gemünden mit den beiden Türmen, der Pfarrkirche und der Scherenburg-Ruine. Im Osten liegt das Fränkische Weinland, im Westen der Spessart und im Norden die Rhön. Daher wird Gemünden auch als das Tor zum Spessart und der Rhön bezeichnet. Der Main ändert hier seine Richtung von Nordwest auf West, um vom Maindreieck, das bei Gemünden endet, ins Mainviereck überzugehen. Vor uns ist die Maintalbrücke zu sehen. Es ist eine Eisenbahnbrücke der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg.
Aufgepasst! An der Kirche in Hofstetten, da geht's einmal kurz und knackig aufwärts. Also, kleinen Gang einlegen und stetig trampeln, dann kommen wir oben an. Nun folgt wieder eine unbeschreiblich schöne Strecke durch das flache Maintal entlang dem Main. Ja, okay, hin und wieder gibt es auch mal eine kurze Strecke entlang der Straße, so wie hier in Richtung Steinbach. Die Maintalbrücke Nantenbach ist eine Eisenbahnbrücke der Nantenbacher Kurve, die die Main-Spessartbahn mit der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg verbindet. Hier duftet es süß. Ich glaube, hier werden Erdbeeren angebaut. Leckere Erdbeeren, das sind meine Lieblingsbeeren. Jetzt weiß ich, was heute noch auf unserem Speiseplan steht. Die Schleuse Steinbach ist seit 1938 in Betrieb. Über die Staustufe führt ein schmaler Brückensteg ans andere Ufer nach Sackenbach. Wenn man nach Steinbach kommt, fällt die schöne Barockkirche St. Josef der Bräutigam sofort ins Auge. Gegenüber der Kirche ist das Schloss Steinbach, das sich im Privatbesitz der Familie von Hutten befindet. Die langgezogene Mauer schützt bestimmt vor neugierigen Blicken. Nach einigen Kilometern unterqueren wir die neue Stahlbetonbrücke von Lohr und fahren weiter entlang dem Mainufer zur alten Mainbrücke. Die alte Steinbogenbrücke aus rotem Sandstein wurde um 1871 erbaut und vereint das Frankenland mit dem Spessart. Sie hat bestimmt schon einiges erlebt, denn Lohr am Main ist eine geschichtsträchtige Stadt. Wir nehmen uns also etwas Zeit, um die schöne Altstadt mit ihren typisch fränkischen Fachwerkhäusern zu besuchen. Wir sind begeistert. Lohr sieht einfach märchenhaft aus. Ein Haus sieht schöner aus als das andere. Und das kleinste oder schmalste Haus ist bestimmt dieses kleine Lottohäusle. Lohr am Main wird eigentlich auch die Schneewittchenstadt genannt. Ja, wir stehen hier auf dem Schlossplatz. Hinter uns das Schloss von Lohr. Und Lohr, wie du gesagt hast, Schneewittchenstadt. Hier soll also Schneewittchen gelebt haben. Nee, ich glaube, man sagt so, die Landschaft und die Hügel erinnern an das Märchen Schneewittchen hinter den sieben Bergen. Und dann gibt es hier ja auch das schöne Schloss. Das ist dann das Schloss vom Schneewittchen. Und es fehlen nur noch
die sieben Zwerge. Wo sind die denn? Ja, und Schneewittchen haben wir auch noch gar nicht gesehen. Also, dann müssen wir uns mal auf die Suche begeben. Hier in Lohr muss es doch bestimmt irgendwo ein Schneewittchen geben. Ja, und die sieben Zwerge suchen wir dann auch noch. Ich bin gespannt, ob wir die finden. Ja, wir haben sie gefunden, die sieben Zwerge. Direkt vor dem märchenhaften Schloss. Und auch das Schneewittchen haben wir entdeckt. Da sitzt es ganz allein auf der Parkbank. Da sollten wir ihr doch ein paar Minuten Gesellschaft leisten. Der 40 Meter hohe Bayersturm gilt als Wahrzeichen des Ortes. Über 200 Jahre lang verrichtete eine Familie namens Bayer den Türmerdienst und meldete Feinde und Feuer. Daher wird der Turm auch Bayersturm genannt. Das Fischerviertel mit der Fischergasse und der Muschelgasse steht komplett unter Denkmalschutz. Die Sandsteinfigur am Fischerbrunnen zeigt einen bärtigen Fischer, der sein Fangnetz aus dem Wasser zieht. Ein kurzer Blick auf die Schneewittchenstadt und die alte Mainbrücke und dann geht's wieder zurück zum Mainradweg. Wer aber etwas länger in Lohr bleiben möchte, findet hier einige Übernachtungsmöglichkeiten. Nur 10 Gehminuten von der Altstadt entfernt ist der Campingplatz Mainufer. Wir fahren weiter auf dem Mainradweg entlang dem linken Mainufer vorbei am Ortsteil Sendelbach in Richtung Flochsbach. Der Radweg führt weiter durch eine landschaftlich schöne Strecke nach Erlach. Der kleine Ort Erlach ist ein Ortsteil von Neustadt. Am Ortseingang steht ein großer Schiffsmast mit einer Ehrentafel zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Schiffervereins. Von der Uferpromenade in Erlach kann man auf der gegenüberliegenden Mainseite das Kloster Neustadt sehen. Diese Sandsteinfigur zeigt Nikolaus, den Schutzpatron der Seefahrer und Fischer. Vor uns ist wieder eine Schleuse zu sehen, und zwar die Schleuse Rothenfels. Auch hier führt wieder ein öffentlicher Steg über die Wehranlage, der das linke und rechte Mainufer miteinander verbindet. Von weitem ist schon die Burg Rothenfels zu erkennen. Sie liegt gegenüber von Zimmern auf der rechten Mainseite und thront über Rothenfels, die kleinste Stadt Bayerns. Heute wird die Burg als Tagungshaus und Jugendherberge genutzt. Und für Radfahrer gibt es im Fahrradraum die Möglichkeit, kleine Reparaturen durchzuführen oder zum Laden der E-Bikes. Der Radweg führt nun von Zimmern vorbei am Campingplatz Mainland in Richtung Markt Heidenfeld. Musik.
Zwischen Zimmern und Markt Heidenfeld wurde der Radweg in Regina-Schleicher-Weg umbenannt, zu Ehren der ehemaligen deutschen Radrennfahrerin Regina Schleicher, die ihre Kindheit in Markt Heidenfeld verbrachte. Ihr größter sportlicher Erfolg war der Titelgewinn im Straßenrennen der Weltmeisterschaften 2005. Am Ortseingang vom Markt Heidenfeld befindet sich auf dem Festparkplatz Martinswiese ein Wohnmobilstellplatz, direkt neben der alten Mainbrücke. Die alte Sandsteinbrücke zählt zu den ältesten Brücken am Bayerischen Main. Der Radweg führt weiter entlang der Mainpromenade. Wir verlassen den Weg und radeln durch die schöne Altstadt. Neben der St. Laurentiuskirche ist das barocke Frankhaus sehr sehenswert. Allein durch seine Außenfassade ist es eine imposante Erscheinung. Die koboldblaue Farbe war damals wie heute sehr selten und sehr teuer. Im Frankhaus finden regelmäßig Kunstausstellungen und Veranstaltungen wie Konzerte und Lesungen statt. Die heutige Etappe war wieder einmalig schön. Im nächsten Video geht's dann weiter entlang dem Main-Viereck nach Homburg und Wertheim zum Zusammenfluss von Main und Tauber. Und hier treffen sich dann auch der Mainradweg und der Taubertalradweg. 2016 sind wir den Radweg Liebliches Taubertal gefahren. Das Video zu der Radtour war übrigens eines unserer ersten Videos auf YouTube. Für heute sagen wir auf Wiedersehen vom Campingplatz Main-Spessart-Park. Und wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund und munter.